So, meine zwei Freunde, da bin ich wieder. Ich habe heute eine neue 1:1 Karte entdeckt, die heißt Dreamland. Den Namen des Autors kann ich leider nicht aussprechen. Der Download-Link und der Name ist unten in der Beschreibung. Hab die erste Tour schon gefahren. Ich weiß nicht, die ist so groß oder auch klein, ich weiß nicht. Ja. Supreme City. Ich weiß nicht, ob das eine türkische Karte ist. Keine Ahnung, Leute. Habe ich da nicht informiert. Aber ich habe gesehen, dass beim Polizeiauto Polizei draufsteht, also auf Deutsch. Ich weiß nicht. So, was wollen wir heute fahren? Oh, das ist zu wenig. Einen DAF, 24 Kilometer, das ist mir zu lang. Fahren wir einen Mercedes Actros und Cobri nach Dalabi. Dann schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht. Ja. Es ist schon alles aufgeladen. Motor läuft. Licht ist an. Ich schau mal kurz. Wir sind bei der Firma Stokes. Okay. Ja. Die Gebäude sehen schön aus, also. Aber schauen wir mal, wie das Ganze unterwegs aussieht. Oh, ich habe keine Karte hier. Keine Navigation, meine ich. So. Muss ich halt so machen. Wir müssen hier nach links abbiegen. Ich muss ja noch die Navigation einstellen. Habe ich auch vergessen. Und der Audio. Den Franco habe ich. Cool. Ja, ich habe ein paar Mods drin. Ja, denn wollen wir mal. Grafik und so, nicht viele. Was heißt das? Volvo Händler entdeckt. Okay. Also. Werkstatt ist auch hier. So, fahren wir mal jetzt. Und dann beobachten, wie das Ganze aussieht. Die Natur. Motor ist, glaube ich, nicht so laut. Ja. Bei der Post. Okay, wir verlassen jetzt Cobri. Habe noch 10 Kilo. 10 Kilometer, ja. Ich weiß nicht, ob man hier die Traffic erhöhen kann. Ich habe ein Fahrzeug hinter mir, aber ansonsten ja, sehe ich hier keine Fahrzeuge. Es ist schön, schön gemacht. Diesen Baumstämmen, ja. Und die Natur, ja, der überholt mich, den lasse ich mal. Kommt ja eine Kurve hier. Ist auch hier. Passt. Wir fahren bergauf. Cool. Da unten ist ein See. Oh,
War ich zu schnell, ja. Ich fahre zu schnell. Was sind das für Autos? Automarken? Ich weiß nicht. Konnte es leider nicht sehen. Es wird ein bisschen Zeit dauern, bis ich mir meinen eigenen LKW kaufen kann. Das ist immer so, wenn man ein neues Profil macht. Also man muss auch hier ein neues Profil erstellen. So, jetzt kommt die Polizei. Das habe ich nicht gesehen. Ich denke, da steht Polizei auf Deutsch. Sie überholt mich noch einmal. Oh nein, das ist ein normales Auto. Ich dachte wieder ein Polizist. So, was transportieren wir überhaupt? Wo ist denn das hier? Hühnerfleisch 17 Tonnen und bekommen 476 Euro. Ich muss mal kurz hier Licht einschalten. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Man darf hier nur 60 fahren, okay. Habe ich einen Retarder beim Mercedes? Nein. Aber Tempomat habe ich, ja. Läuft. Die Speed-Performance ist ausgezeichnet. Sorry, ich muss mal ein Foto machen für mein Thumbnail. Ist wichtig. So. Der Straße. So, wir haben noch 6 Kilometer. Das sind 8 Minuten. Ich sehe da unten immer noch Wasser. Keine Ahnung, was das ist. Ob das ein See ist oder können wir das auf der Karte sehen? Ich weiß es nicht. Aber das ist das Meer. Okay. Passt. So, hier ist Baustelle. Da muss ich 30 fahren. Ich habe diesen Daniels Random Event nicht drin. Vielleicht könnte ich das auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Muss nicht sein. Man sieht es ja, hier gibt es auch Baustellen. Cool. So, jetzt darf ich wieder beschleunigen. Oh. Das wird jetzt anspruchsvoll hier. Ich fahre immer noch bergauf. Okay. Ja,
gefällt mir. Jetzt hoffe ich, dass niemand kommt. Und sonst denn her. Ich muss mit meinem Auflieger. Die volle Linie überfahren leider. Ging nicht anders. Also bis jetzt gefällt mir diese Karte. Ich werde nachher nachschauen, wie viel ich entdeckt habe. Die erste Tour, die man immer machen muss, war kurz, ein paar Meter. Das war gar nichts. Was ich jetzt nicht vergesse. Ich muss ja auf die Karte schauen. Dann sieht man, wie viel man in der Karte entdeckt hat. Ja, jetzt habe ich zwei 1:1 Karten. Die Mayu Map und der Dreamland. Und ich habe auch noch eine Karte, sorry. Eine sehr bekannte Karte. Und mir fällt jetzt der Name nicht ein. Bazooka. Los mit mir. Das ist auch eine 1:1 Karte. Bin ich schon. So viel Mal gefahren. Sorry, meine Freunde. Vielleicht fällt es mir ein irgendwann. Hier ist ein Tesla. Okay, wir haben hier im Spiel auch Tesla-Fahrzeuge. Abgebranntes Auto. Ich dachte, die Folge wird nicht so lang sein. Eine 1:1 Karte. So ist das. Boah, wir haben 30 Grad. Okay, um 10 Uhr am Morgen. Das ist hier jetzt eine Landstraße. Normalerweise darf man ein bisschen schneller fahren. Okay. Passt. Die Ankunftszeit wird ja nach der Geschwindigkeit berechnet. Von dem her. Also die Geschwindigkeit hier im Spiel. Passt alles. Bin schon lange nicht mehr Mercedes gefahren. Ist ein schlechter Mercedes. Nichts Besonderes drin. Eine schlichte Fahrerkabine, Freunde. Ja, ich muss ja nicht immer M1 und Scania fahren. Es gibt ja auch andere Fahrzeuge. Zwei, die man fahren kann. So, Spielperformance ist immer noch ausgezeichnet, läuft. Ich habe gedacht,
Vielleicht, weil ich diese Grafikmod benutze, dass das Spiel Probleme machen wird, aber passt. So, wenn ich mir das Ganze hier anschaue, dann brauche ich dieses Daniels Random Event gar nicht. Wir haben hier genug Baustellen. Sieht ganz schön aus, Leute. Ganz schöne Karte, gefällt mir. Herunterladen, installieren, neues Profil und dann genießen. Ja. Also bis jetzt läuft alles okay. Ich weiß nicht, wie es später sein wird. Ja, das ist nur eine kleine Testfahrt. Ich muss mich noch ein bisschen schlau machen in der Lobby. Aber Einzelheiten, falls ich es herausbekomme über die Karte. Tankstellen haben wir. Ich muss ja nicht tanken, weil ich weil ich keinen eigenen LKW besitze. Sehr wahrscheinlich kann ich hier rein. Kann sein, dass ich diese Tafel noch mitnehme. Ich versuche das nicht zu machen. Ah, ich habe mitlenkende Achse hinten, das sieht man. Cool. Eieiei, hast du dich verfahren? Nein. Ich habe mich nicht verfahren. So, wir sind da, Freunde. Die erste kleine Tour. Aha. Und kurz vor Ziel stürzt das Spiel ab. Schade. Ja, da muss ich nachschauen, was da los war. Also bis zum nächsten Mal. Euer Bazooka.